Frisches Hallöchen und willkommen, ihr Lieben. Ach du Schande, da muss ich irgendwas machen. Hä? Warum ist das? Das geht doch eh, oder? So, jetzt müsste passen. Hallöchen, ihr Lieben. Entschuldigung, Leute. So, wir sind hier am Ende der Zeit. Geh nach oben und sprich mit diesem komischen Kaschbau. Wo soll denn der sein? Da oben. Ah, okay, da kann man raufgehen. Oh, das muss doch einmal einer wissen, Leute. Aber irgendwie... besser, wenn ich es so mache. Ja. Da muss ich oben mit diesem komischen Kaschball reden. Die Macht der Meisterschaft. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist die Meisterschaft? Hä? Warum fliegen denn da so komische Viecher herum? Kaschball! Wo bist du? Da ist er. Servus! You've woken up. Du bist wach, das ist That's gut. Good. Du hast bestimmt I'm viele sure Fragen. You ich weiß nicht. Wie kannst du mir helfen? I see ich habe mit der Frau in der Rüstung gesprochen. Sie mag flapsig sein, woman. Hat das Herz aber am rechten Fleck. Your potential eigentlich hat man das Herz links. Infinite in strength. Dein Potenzial ist grenzenlos. Unendlich in seiner Stärke, doch immer in Gefahr, in einem Meer anderer X zu ertrinken. Zahllose alternative Versionen von dir sind gekommen und wieder gegangen. Doch sie alle sind in nichts verschwunden. Einige davon waren stark. Ihre Macht kannst du absorbieren und dir beherbergen. Wie nutze ich ihre Macht? Ich bin schon lange hier, solange das die Zeit und mein ursprüngliches Ich keine Bedeutung mehr hat. Ich habe das schwindende Selbst von vielen Kaschballs absorbiert, als dass ich sie zählen konnte. Dabei bin ich ziemlich gut darin geworden, die Schatten, die hier schweben, zu leiten. Das ist das, was da die ganze Zeit durch die Lüfte schwebt, Leute. Wenn du es mir gestattest, werde ich einen Bruchteil deiner anderen Ichs zu dir leiten, damit ihr verlorenes Schicksal an eines Gebundenen, das noch Hoffnung gibt. Doch ich warne dich, dein Wille muss unerschütterlich sein. Sonst verlierst du dich womöglich im Sturm der Schatten. Gehst du dieses Risiko ein? Natürlich, kann ich ihn nur ja klicken, Leute. Dann schließe deine Augen und konzentriere dich auf das Potenzial, das du innehaben möchtest. Und ich werde die Schatten zu dir führen. Meisterschaft wählen. Oh mein Gott. Oh, jetzt kam es. Jetzt kann man die Meisterschaft wählen, Leute. Klingentänzerin. Diese Künstlerinnen der Schatten nähern sich ihren Gegnern und entfernen sich schnell wieder. Jede Bewegung wird von einem tödlichen Schnitt begleitet. Also, und dann haben wir die passiven Punkte. Scharfschützin, eine Meisterin des Bogens, geschickt darin, Gegner auf Distanz anzugreifen und sie dort zu halten. Der Einsatz eines Bogens, das ist gut. Der Passivboni ist der Einsatz eines Bogenangriffs gewährt um 5% erhöhtes Angriffstempo bis zu 5-mal stapelbar. Alle Stapel verschwinden, wenn du kürzlich einen Bogenangriff eingesetzt hast. Also das ist cool. Falknerin, eine meisterhafte Taktikerin, die listige Fallen und einen furchterregenden Raubvogel will nicht. Aus, schon passt. Leute, also ich wähle Scharfschützin. Eindeutig, weil ich will keine Fallen irgendwie stellen und ich will auch nicht hinwegschnitt, also beim Klingentänzer, ich will Scharfschützin. Meisterschaft wählen, Leute. Bist du sicher, die Wahl deiner Meisterschaftsklasse ist endgültig und kann nicht rückgängig gemacht oder geändert werden? Bestätigen! Ich bin Scharfschützin. Das ist richtig genial. Explodierender Pfeil. Cool. Sprich noch einmal mit dem ältesten Kaschbau. Also bei uns in Österreich sagt man zu Kasper, also dieser, ein Suppenkasper oder einfach Kasper. Das ist so ein irrwitziger Mensch, der herumblödelt. Nennt man bei uns in Österreich Kaschbau. Deshalb sage ich zu diesem Kaspar, weil er so ähnlich klingt, Kaschbau. Das ist einfach so, Leute. Also nur mal zur Erklärung, falls du nicht weißt, was Kaschbau ist. Ein Kaschbau ist in Österreich ein irrwitziger Blödeltyp. So, fertig. Gut, ich rede nochmal mit dem.
Wie ich sehe, bist du noch immer du selbst. Diese Stärke wirst du brauchen, wenn unsere Welt, unsere Realität noch eine Chance haben soll. Natürlich. Deine Prüfungen im Zeitalter des Ruins sind noch nicht vorüber. Die Epoche, die du besitzt, ist noch nicht vollständig. Ja, den muss ich holen. Kehre in die letzte Zuflucht zurück. Kehre zum Ich von vor so langer Zeit zurück. Er wird dich zum letzten Splitter führen und zum unausweichlichen Schicksal deiner Zeitlinie. Wir sehen uns wieder. Ich komme wieder. I'll be back. Geil, Leute. Cool. Quest abgeschlossen, Passivpunkt und 500 Erfahrung. Also jetzt ist es wirklich geil. Ah, kehre zum ältesten Kasperl in den Ratskammern zurück. Also da ist er noch, aber ich soll ja zu den Ratskammern gehen. Das ist ein Zeitriss zu den Ratskammern. Also ich habe schon mitbekommen, man reist durch die Zeit. Zukunft, Vergangenheit, keine Ahnung was, wohin. Und in die verschiedenen Sachen halt. Also Ratskammern zum Beispiel hier. Da unten, ja genau, da haben wir ja, ja genau, das Ende der Zeit. Dann werden wir auf jeden Fall einmal schauen, dass wir irgendwas trainieren können. Wir haben aber keinen Punkt, Leute. Klingentänzerin, schaut einmal. Erwartet mal, Leute, schaut einmal, synchrone Schattenkaskade. Explodierender Pfeil. Haben wir da zum Beispiel Elektrifizierungspfeil. Explodierender Pfeil hat eine Chance, Gegner zu elektrifizieren. Aber ich habe keinen Punkt, Leute. Also ich habe da noch keinen Punkt zu verteilen. Da haben wir da noch irgendwas. Einen unbenutzten Punkt. Ausweichen und parieren. Du hast zusätzliche Ausweichwertung und eine Chance, einen Streifhieb zu erhalten, wenn du getroffen wirst. Werde ich auch noch erweitern, damit ich da auch einmal fertig werde. Wir könnten Meisterschaft, Scharfschützen, Klingentänzerin, Scharfschützen gemeistert. Schaut einmal. Aber da habe ich noch keinen Punkt. Jetzt habe ich zum Beispiel eine weitere Qualifizierung, und zwar Scharfschützen. Das ist geil. Aber noch keinen Punkt. Ja, dann werden wir auf jeden Fall einmal zurück in die Ratskammern gehen. Ja, zum Kasperl in eine andere Zeit in der Ratskammer. War das jetzt die Zukunft? Das war die Zukunft, oder? Jetzt wieder in die Vergangenheit zurück. Oder ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich wahrscheinlich dem Kasperl erzählen, was ich gefunden habe. Dass ich gerade einen Splitter habe und keine Ahnung was. Schätze ich einmal, also ich weiß es nicht. So, kehre zum ältesten Kasperl. So, wo ist er? Kasperl, wo bist du? Da drüben soll er stehen, ja genau. Servus. Bei Eterra, du hast es geschafft. Du hast den Splitter zurückgebracht. Aber was ist mit Panion? Der ist tot. Der wurde besucht von der Lehre. Ich habe ihn getötet. Leute. Natürlich, die Lehre hat ihn verdorben. Ich verstehe. Was können wir jetzt noch tun? Selbst mit den beiden Splittern ist diese Stadt verloren. Unsere einzige Hoffnung ist der Tempel von Eterra, in dem sich die Gerüchten zufolge der letzte Splitter befinden könnte. Tempel der Eterra. Indem du die Epoche wiederherstellst, kannst du in deine Zeit zurückkehren und uns mitnehmen, fort aus dieser Ruine. Du bist die Einzige, die uns helfen kann. Ich werde den letzten Splitter finden. Ja, werde ich machen. Bestätigen. Ich danke dir. Es gibt einen alten Durchgang zur Oberfläche. Ich werde die Rune auflösen, die ihn versiegelt. Der Tempel von der Terra befindet sich weit im Osten. Okay, auf bald. Danke! Jetzt können wir da nämlich im Osten, also in, sagen wir, Südosten, da rechts unten, auf der Minimap, das Ding endlich öffnen. Den, was halt zu war letztens. Ja? Habe ich eigentlich? Ich habe nichts, gut. Welches Level habe ich? 18, ja. So, ihr Lieben, dann muss ich mal darüber, weil das hat er jetzt da geöffnet. Schaut mal. Die Tür ist durch eine mächtige Rune versiegelt. Du erinnerst dich daran, dass der älteste Kasperl dir erklärt hat, wie man die Barriere auflösen kann. Die Barriere auflösen. Und es geht zurück an die Oberfläche, der geschützte Wald. Leute, ist der wirklich geschützt oder sind da wieder Feinde? Leute! Keine Ahnung, was da los ist. Ich weiß nur eins. Ich habe Durst und Hunger, in echt, meine ich. Soda, gut. Dann sind wir mal wieder draußen. Endlich einmal im Freien draußen. Frische Luft schnappen, Leute. Was ist das?
Ja, da kann man ja Gold sammeln. Ja, was ist kleriger Rubinamulett? Wartet mal kurz. Hallo? 14 Gesundheit? Nö, passt gar nicht. Tschüss. Will ich nicht. Ja, genau, friedlicher Wald. Ja, genau. Der geschützte Wald und da kommen Feinde. Ich hab's mir ja irgendwie denken können, dass der nicht geschützt ist. Was soll daran geschützt sein? Nö, will ich nicht. Ich wollte nur das wieder. Ja, was? Ich wollte es nur aufmachen. Vogel! Was ist das für eine Säure? Wäh! Wann hört die auf, die Säure? Jetzt. Weil ich muss mal diese Kapuze. Kohle-Lederkapuze. Oh, Leute! Das ist ja geil! Spielerpotenzial 23, erhöht kritische Trefferchance 19% und viel. Fast gleich, aber Leute. Die mag ich trotzdem. Weil die hat nämlich eins mehr. Trefferchance. Gehen wir mal da runter. Ich habe keine Ahnung, wo ich da jetzt bin. Ich weiß nur, das sind Feinde. Da sind Feinde, Feinde. Servus! Also dieser Standardangriff, der bringt sich gar nichts mehr. Ihr Bastardos. Boah, der Urwald. Oh, ich hasse Urwald. Wisst ihr, warum ich Urwald hasse im echten Leben? Weil so viele Viecher da sind. Spinnen. Oh, Mücken und keine Ahnung was. Ich geh mal da überall durch, Leute. Das ist einfach so. Nein, 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 raus hier. Ich bin betäubt oder was? Aufpassen. Du blödes Biest! Oh. Wahnsinn! Die ziehen da aber schon ordentlich ab, Leute. Was ist denn das da eigentlich? Tödlicher Kadenz, jeder dritte Angriff. Achso, ja, genau. Da war ja was. Ich gehe da einfach mal so lang. Ich geh die ganze Wüste lang, Leute. So soll es sein. Wüstenkloppe. Und bald Level 19. Geil, oder? Ja, genau. So, weg mit euch. Bist du wahnsinnig? Da geht's zu in der Wüste. Wüste. Das habe ich doch gesagt. Das ist ein Dschungel oder was? Nein, raus aus diesem Verdichtungsding. Diese Mücken. Die gibt es nicht, also nicht so groß, aber. Die gibt es in echt, sind zwar nicht so groß wie die, aber. Die gibt es in echt überall, diese fiesen, dreckigen Bastardmücken. Mein Essen ist da. Ja, mein Hündchen bellt, weil es gerade geläutet hat, weil mein Essen ist da, Leute. Die Lieferung ist da, obwohl Feiertag heute ist, aber ja. Es gibt auch Leute, die am Feiertag arbeiten und die haben meinen größten Respekt, Leute. Es ist tatsächlich so. Auch an Wochenenden. Die Wochenenden arbeiten, die Feiertags arbeiten, die haben meinen größten Respekt, die Leute. Es ist einfach so. So, mal da die ganzen Viecher vergiften. Ja, genau, diese Bäume da. Genau, Leute. Schaut mal, das ist ja Wahnsinn da drin. Weg mit euch, dreckige Biester. Ja, diese sind nämlich diese Bäume, spawnen die ganzen Viecher raus hier. Leute, ich muss hier weg!
Also. Was? Weil ja was da an? Das ist ja Wahnsinn, was interessiert mich jetzt die Brot ist? Das war nicht so schlecht. Vogel. Vögel die. Leute! Da genau, die spucken die ganzen Dinger aus. Geht's weg da, ihr Mistkröten, Viecher. Schau mal, den triffst du gar nicht, weil er so nah bei dir ist. Pff. Wahnsinn, Mindestabstand von einem Meter. Leute, Vögel. Öler, du an. Der ist aber auch gefährlich. Tatsächlich. Weg mit euch! Immer wieder zurück ein bisschen, weil wenn die zu nah bei dir sind, das ist wieder ein da, die spucken die. Weg da! Ah! Die blöden Bäume hier. Ich hasse sie. Aber dann bekommst du alle GP. Leute, das ist geil, Leute. Eine Schlacht im Dschungel, das ist ja mega krass. Endlich wieder in der Gegenwart. Gegenwart kann man sagen, ja. So, ich weiß nicht, wo ich muss hin. Aber ich muss hin. Achtung! Aua! Ja, ich könnte auch diesen hier machen, aber das wäre ein weiter Abstand von meinem Finger zu dieser Taste. Das ist ja cool. Ja, genau. Weg, 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 ich kann nichts machen. Habe ich jetzt eh nichts verloren? Nö. Aber was haben wir denn da bekommen eigentlich? Handschuhe. Nö, will ich jetzt gar nicht. Ich muss alles noch einmal machen. Da aber ist offen alles. Ich gehe trotzdem noch einmal dahinter. Boah, das ist Wahnsinn. Ich kann es nicht bewegen, weil du betäubt bist. Und ein Wahnsinn. Dreckiger Vogel! Was haben wir da? Gelehrten Zufluchtstiefel, Pfähler. Da haben wir noch irgendwas. Servus. Und da noch. Was haben wir da zum Beispiel? Das habe ich jetzt gar nicht geschaut, was das ist. Ah! Da diese komischen Bäume müssen weg. Achtung! Hui! Diese Brücke, ja genau. Jetzt gehe ich voll rundherum. Schau doch mal, da bin ich jetzt da wieder. Was Verwechslungsfliege? Das Verwesungsfliege. Ich lese die ganze Zeit nur Verwechslungsfliege. Ja, genau. Ich kann schon wieder nichts machen. Du bist betäubt und verlierst Leben und du kannst nichts machen. Vogel! Weg mit euch, ihr dreckigen Biester. Aber das ist cool, dass ich da wieder bin. Genau, schaut mal, dieser Höhler-Droant der Rage. Ich hasse diesen Kerl. Weil der betäubt mich nämlich. Der macht das. Entschuldigung, Leute, ne? Es beginnt der Husten, oder was? Ja, diese komischen Nester da. Ja, Leute, da haben wir... Achso, da war ich ja schon. Genau. So. Genau. Und jetzt muss ich darüber. Erreiche die Oberfläche hinter dem geschützten Wald.
Da habe ich jetzt gekloppt, das ist schön. Und jetzt, ihr Lieben, werde ich einfach nur nach oben laufen. Mit Gegnern sicher wieder, die sich wieder gespawnt haben. So. Ja, da oben, schaut einmal. Da muss ich ja hin, oder? Nach Norden. Die blöden Nester da. Also, dass du das einmal erwischt. Hier spuckt keine Viecher mehr aus, ihr dreckigen Biester. Ein Nester. Leute! Wo sind die? Ja, schon wieder. Leute, Leute, Leute! Dieser dreckige... Dorn, ich hasse diesen Dorn. Boah. Kann ich nicht nehmen. Ich muss da nach oben, nämlich. Normalerweise tun die ja eh nichts, wenn die... Ich weiß nicht. Lass, du mach die trotzdem fertig. Zu im Dschungel. Ach du Schande! Genau, schon wieder. Diese blöden Truanten. Weg, 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 weg. Da nehmen Heiltrank. Danke, weiter geht's. Was ist denn da eigentlich da oben? Da ist dieser Blut. Ja, es, die Schwierigkeit nimmt so richtig zu, Leute. Das muss ich ehrlich sagen. Mit dieser Dschungel, der hat es wirklich sowas von in sich. Deine Dinger da aus. Gehen wir da nach oben. Ich weiß nicht, wo ich da jetzt wirklich hin muss. Ah! Da bin ich in der Höhle. Oh mein Gott. Ja, schon wieder nichts machen. Ich kann nichts machen. Wie lang denn? Von diesen Duellanten. Ich kann nichts machen! Oh, Leute! So, weiter geht's. Irgendwas höre ich da. Folge ist nämlich schon aus, Leute. Ja, wieder ein bisschen Überzeit, schätze ich jetzt einmal sein. Weil ich höre dann nämlich irgendeinen Gegner, der fies klingt. Ihr säurespuckenden Idis. Lasst's mir in Ruhe. So, da nach oben muss ich.
Dann geh. Oh mein Gott, Bossgegner. Diese blöden, saugenden Biester. Was ist das da? Was ist das da? Alte Notiz. Eine Notiz durch Magie erhalten. Die Sicherheit der letzten Zuflucht endet hier. Hinter dem Licht des Splitters findest du nur die Dunkelheit der Leere und die wahnsinnig gewordenen Kultisten vor, die sie anbieten. Kehre um. Andernfalls möge der Terras Letzter Funken noch etwas Licht und Schutz spenden. Verlassen. Was ist das? The cultists had a philosophy. The void transcends reality. And by embracing it, so could they. After all, this world was gone. If they devoted themselves to despair, would it welcome them? A form of hope. Desperate, worthless in the end. Okay, die Oberfläche. Leute! Also, es war eine kurze Sequenz. Geil, hätte man nicht gedacht. Zeitalter des Ruins. Die Oberfläche. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht, Leute. Die Suche nach dem letzten Splitter. Kapitel 3 haben wir da jetzt. Zeitalter des Ruins 1290 nach Gött. Keine Ahnung, oder N-Gött. Was? Keine Ahnung. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, ihr Lieben. Wir haben schon über Zeit ein bisschen. Und dann sehen wir uns wieder. Also macht's das gut bis dahin. Game over und ciao.